Im Projekt Show It If You Can geht es darum, seine Stärken zu zeigen und diese für sich zu nutzen. Das waren 6 Drehtage, die alle sehr getaktet waren. Das war echt hart. Das ist ja nicht sowas, was man in einer Stunde einfach mal macht, sondern das waren wirklich Drehzeiten von 8 Stunden oder so. Alle, die an der Produktion Show It If You Can beteiligt waren, waren Freunde und Bekannte. Es ist ja jedes Mal so, wir sind momentan einfach noch Amateure und müssen auf Leute zurückgreifen, die wir kennen, da wir auch kein großes Budget hatten. Und trotzdem hat es so gut funktioniert, die Leute hatten mega Bock. Und es hat mir einfach gezeigt, was alles möglich ist, wenn viele Leute für eine Sache brennen. Michael Jackson hat ja damit angefangen, Kurzfilme zu drehen, die Musikvideos beinhalten, und wir haben das Ganze halt fortgeführt. Und das ist halt einfach, das ist nicht mehr in der Mode, wenn man es so will, aber wir haben halt immer schon so das gemacht, was wir persönlich halt jetzt gerade cool finden, unabhängig davon, was gerade in ist. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, einen Kurzfilm mit Musikvideo zu machen. Also er kommt rein, wir entdecken ihn. Wir wussten, dass das Projekt auf viel Hate stoßen wird, auch im Nachhinein. Wir haben das konsequent durchgezogen und das fand ich auch sehr stark. Und auch Manu, dass er sich traut, einfach sowas auf die Beine zu stellen. Das ist einfach diese Leidenschaft, die das ganze Projekt so angetrieben hat und das Ganze möglich gemacht hat. Geschafft! Wir waren die ersten 3 Tage in der Bar, in der Black Pearl, und haben dort das Musikvideo gedreht. Show It If You Can war das erste Projekt, wo ich eher wirklich in der Schauspielerrolle war, zumindest an den ersten Drehtagen. In der Bar war ich im Prinzip nur Ron Taylor. Ich hatte natürlich relativ viel organisiert, also den Drehplan geschrieben und die Bar organisiert und so. Aber vor Ort war ich halt wirklich nur Schauspieler. Jonas, zu schwach! Geil, jetzt leg doch mal deinen Ellbogen nach unten. Was machst du da? Meine Aufgabe am Set von Show It If You Can war es, zusammen mit der Lisanne die Regie zu übernehmen. Das heißt, ich habe darauf geachtet, dass jeder zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dass das Ganze einfach läuft am Set. Ist das ein Foto oder ist das ein Video? Ich habe ein Video. Oh. Was? Am ersten Tag haben wir eigentlich mit dem Ende angefangen. Das heißt, wir haben den Endchorus mit den ganzen Tänzerinnen gedreht. Dazu noch mal ein paar Lückenfüller, wie die Leute zum Beispiel reagieren, als ich ja dann in die Bar reinkam. 8 ist der Kopf. 5, 6, 7, 8. Dann hatten wir noch mal ein paar Improvisationssachen. Das heißt, wie die Leute am Tanzen sind in der Bar. Solche Szenen sind unfassbar wichtig, genau. Haben wir einen Tänzer? Ja. Gut, für die Tänzer, ich bleibe durch. Natürlich lief nicht alles komplett reibungslos ab beim Dreh, was ja aber auch komplett normal ist, wenn man 6 Tage lang dreht und das fast 8 Stunden jeden Tag. Action! Uns wurde der 3. Drehtag gekürzt. Wir hatten Zeitabschnitte, wo wir bestimmte Szenen abgedreht haben wollten. Und das mussten wir dann natürlich auf den 2. Drehtag legen. Relativ spontan, weil wir am 2. erfahren haben, dass der 3. gekürzt wird. Das war richtig beschissen, weil wir mussten auf einmal richtig Gas geben. Wir konnten uns nicht mehr so die Zeit lassen und auf gewisse Sachen achten, auf eine gewisse Perfektion achten. Wir mussten das Zeug einfangen. Julius, Manu. Jetzt. Julius, Manu, auf geht's. Lass laufen. Dann kommt es halt auch mal vor, dass bestimmte Personen spontan doch keine Zeit haben für den Dreh. Zum Beispiel hat dann Latoya mit Manuel in der Bar getanzt, obwohl eine andere Schauspielerin dafür vorgesehen war. Jeder Tag war von vorne bis hinten genau geplant. Wir mussten auf gewisse Umstände achten. Manche Leute konnten an gewissen Tagen nicht. Das heißt, wir mussten dann schauen, fällt das auf, fällt das nicht auf. Manche Leute mussten an einem Tag früher gehen. Das heißt, wir mussten genau schauen, was wir an welchem Tag drehen und wann wir was an welchem Tag drehen. Das sind alles so Sachen, die kommen halt dazwischen, das passiert. Aber das haben wir dann alles noch gedreht bekommen. Sommer. Ich denke, ich kann dafür das komplette JML Music Team sprechen, dass Show It If You Can mit Abstand das aufwendigste Projekt ist, was wir eben gemacht haben. Wir haben über ein Jahr an dem Projekt gesessen, von der Idee, die Manu hatte, als er damals zu mir kam, und die Veröffentlichung. Und wir hatten so viele Kopfschmerzen. Wir hatten noch nie so viele Kopfschmerzen, weil alles so strukturiert sein musste und dementsprechend Kleinigkeiten ganz viel in der Planung, Organisation ändern können. Also
Das ist echt Wahnsinn, was wir da alles bedenken mussten. Ich weiß nicht, mal, der Manu bereitet sich vor. Am dritten Tag haben wir dann die Kampfszene gedreht, haben den Tanz nach der Kampfszene gedreht. Dann haben wir nochmal einen Schnelldurchlauf gemacht, weil wir diese Szenen nicht so schön am Tag davor gemacht haben. Das heißt, wir haben das komplette Musikvideo nochmal wiederholt. Wir waren nach dem Tanz, machen wir dann die kurzen Cut und dann den Teil. Das waren alles so Dinge, die mussten unfassbar schnell gehen und es war extremer Stress. Und dann hatten wir in diesen 3 Tagen wirklich das komplette Musikvideo geschafft und waren erstmal platt. Am 4. Tag haben wir die Szenen im Autohaus gedreht und die Szenen im Bus. Die Szene war eigentlich ganz anders geplant. Normalerweise wollte ich eigentlich so eine langsame Kamerafahrt haben. Und immer da, wo die Kamera gerade ist oder wo die Leute gerade im Bild sind, passiert der Dialog. Die Dialoge waren dafür allerdings viel zu lang oder die Kamera war viel zu schnell. Das heißt also, wir haben das dann doch wieder auf die herkömmliche Art gemacht und die Dialoge einzeln aufgenommen. Jetzt haben wir das Problem, der Bus fährt. Ja? Das heißt, der Hintergrund, die Außenwelt, ändert sich die ganze Zeit. Einmal stehen wir, einmal fahren wir eine Landstraße entlang, dann sind wir wieder in der Stadt, dann fahren wir auf einmal in ein Dorf rein. Diese ganzen Punkte musste ich dann beim Schnitt analysieren und konnte gewisse Szenen gar nicht nehmen, obwohl die vielleicht besser geschauspielert waren oder was auch immer, weil der Hintergrund nicht mehr gepasst hat. Am 4. Drehtag gab es ein kleines Problem, was dazu geführt hat, dass wir das Drehbuch im Prinzip oder zumindest die Szene umschreiben mussten, spontan, vor Ort, weil eine Darstellerin, die essentiell war für den ganzen Drehtag, sehr spät erst konnte. Deswegen wir dann reagieren mussten, uns anpassen mussten und das Drehbuch umschreiben mussten, sodass es trotzdem noch einigermaßen gepasst hat. Geht ein Cowboy zu Friseur? Ich hab gerade wieder raus. Ach, Pony weg! Ja. Nee, ab dem... Das ist noch, noch einmal noch ganz von vorne. Okay. Sorry. Einmal von vorne, Achtung, alle bereit. Das kommt ja erst danach. Watch your mouth, Ryle. You what? Watch your mouth, Ryle. You what? You what? Oh, our little superstar wants to beat us. Nach dem 4. Drehtag hatten wir glücklicherweise auch mal einen Tag frei und dann am 5. Drehtag waren wir in der Werkstatt. Die hatten wir komplett ohne Druck für uns, weil der Geschäftsführer sehr entspannt und sehr entgegenkommend war. Genau, da haben wir halt wirklich alle Szenen ganz, ganz oft durchgedreht, verschiedene Perspektiven gehabt. Man musste auch dort aufpassen, dass man nichts in der Spiegelung sieht, gerade beim Auto und so. Das Auto, den Audi A8, hatten wir von einem Bekannten auch auf unbegrenzte Zeit ausgeliehen. Also das war echt angenehm. Wir konnten da uns Zeit nehmen, wie wir wollten. Und haben tatsächlich sogar mehr gedreht, als dann am Ende reinkam. Gut, das ist bei einer Filmproduktion immer so. Aber zum Beispiel, wie ich mir halt das Outfit anziehe, wie ich mit dem Audi losfahre, da hatten wir coole Kamerashots, hat dann leider nicht gepasst, aber das war wirklich ein sehr, sehr angenehmer Dreh. Ich mach mein Schuloutfit nicht mehr. Brauchst du es morgen? Kann ich sie direkt nehmen? Nee, morgen warum nicht? Vor allem richtig gefeiert, dass ich total sauber bin, aber okay, das war mir einfach mal. Ich will jetzt, eigentlich müsstest du dich auch dreckig machen, aber ich weiß nicht, ob du das möchtest. Du brauchst T-Shirt, wäre es eigentlich egal. Ja? Ja, dann noch geht's. Am 6. Drehtag haben wir dann vor der Bar gedreht, also die Szene, wie Carsten Sherleys, also Dr. Steve Cunningham, mit der Limo vorfährt und in die Bar geht, was persönlich meine Lieblingsszene ist. Das war auch ziemlich krass, weil es einfach die ganze Zeit geregnet hat, die ganzen Darsteller draußen bleiben mussten und danach waren alle einfach nur komplett nass. Mit der Limo gab es auch ein kleines Problem. Die kam nämlich sehr spät. Die Szene mit Dr. Steve Cunningham war eigentlich gar nicht so spät geplant. Die Limousine hatte einen Platten. Die kam aus München. Ich weiß bis heute nicht, wie Jonas das hinbekommen hat, dass die aus München erstmal hierher kommen für eine Stunde, 2 Stunden maximal. Und dann hatte der auch noch einen Platten. Das war natürlich auch so eine Situation, wo man sich dann so gedacht hat,
wie machen wir das? Kommen die jetzt noch? Es hat auf jeden Fall dann noch funktioniert, aber halt sehr spät, weswegen wir auch viel umstrukturieren mussten. Das sind alles so Sachen, die kommen halt dazwischen, das passiert. Aber das Schöne war, dass danach die Stimmung einfach total geil war, weil wir komplett durch waren mit dem Projekt und ja, war eigentlich ein ganz cooler Abschluss, fand ich. Die Sache, die das Projekt für mich wirklich besonders macht, ist, dass jeder, der da am Set war, unbezahlt da war. Das ist echt cool und sowas gibt's nicht oft. Wir haben an dem Film wirklich alles selbst gemacht. Wir haben die Filmmusik selbst geschrieben, Manu und ich. Wir haben uns das komplette Drehbuch ausgedacht und natürlich die Organisation haben auch wir alle gemacht. Also nicht nur Manu und ich, sondern auch das Team.